Hi everyone. Hi guys. Hey Martina, today we are going to have culture tour. Oh great, yeah. That's fantastic. But it's raining, so do we take the bus? No problem. One of my friends will bring us and come. Oh great. Yes. Well, let's see. Here they come. Oh great, let's go. Ein edler Rolls-Royce und ein eigener Chauffeur. In Wenzhou gilt das Auto, ähnlich wie in Europa, als Statussymbol. Im Opernhaus laufen bereits die Vorbereitungen für eine O-Oper. Ein riesiger Aufwand. Einer der ältesten Opern Chinas, ein Gesamtkunstwerk aus Schauspiel, Gesang, Pantomime. Und so hört sich Oper in Graz, Martinas Heimathauptstadt, an. Mit allen Klassikern von Verdi bis Mozart ein Hochgenuss. Die kulturellen Unterschiede zwischen der Steiermark und Wenzhou sind unüberhörbar. Werden Martina und Wang Lei dennoch die zukünftigen Opernstars in China? Eine gute Figur machen sie allemal. Die Kunstwerke stammen von Meister Chen, der nun in Graz lebt. In China ein Hit, Karaoke. This song is for you, Martina. Edelweiß aus dem Film Sound of Music. Der in China sehr beliebte Film wurde nicht in Österreich, wo das geschützte Edelweiß wächst, sondern in Hollywood produziert. Zur Überraschung aller singt Martina dann ein Volkslied im Wenzhouer Dialekt. Und bei zu viel Alkohol kann man per App einen mobilen Chauffeur, einen Daicha, bestellen, der das Auto sicher nach Hause bringt. Eine Idee auch für die Steiermark? Und das nächste Mal sehen Sie, wie Wang Lei in der Steiermark abstürzt.